Servus, ich bin der Florian. Matthias. Simon. Kilian. Christian. Elisabeth. Ich bin der Julian. Stefan. Ich mache eine Ausbildung zum Industriemechaniker am Standort Ramreuth. Die drei Gründe für die BSH waren die netten Mitarbeiter, dass das Praktikum sehr überzeugend war und die modernen Maschinen. Als Industriemechaniker lernt man am Anfang die Grundlagen, wie das Fallen, Sägen und Anreißen. Und danach kommen dann die technischen Arbeiten, wie das Bohren, Drahen und Fräsen hinzu. Wenn man in die Arbeit kommt, wird erstmal der Arbeitsplatz aufgesperrt. Danach geht man meistens in die maschinelle Bearbeitung, das heißt Fräsen, Drahen oder Bohren. Danach wird mit der Hand nachgearbeitet, zum Beispiel Sägen oder Feilen. Und wenn man damit die ganzen Arbeiten vom Tag fertig ist, dann werden zusammen aufgerammt. Also wir haben gerade ein Projekt beendet und bereiten uns jetzt auf das Projekt exzente Kurbelsteuerung vor. Außerdem machen wir nebenbei Vertiefungsübungen zu den Themen Fräsen und Drehen. Also was ich zukünftig dazu wissen sagen ist, dass man ein extrem gutes Verhältnis mit der Ausbildung mit den Kollegen hat. Eine sichere Zukunft auch nach der Ausbildung und in Industrie 4.0 standet hier oben in der Lehrwerkstatt, also auch im gesamten Werk.